Recht herzlich willkommen zur 177. Folge vom Kerbal Space Programm. Ja, gehen wir mal gucken, da oben irgendwo im Nordpol, wenn wir runterkommen, wenn das dann der Nordpol ist. Ja, dafür müssen wir mal gucken. Ich glaube, hier unten ist es diese, ne? Fehlgeschlagenes Fahrzeug. Nehmen wir das mal, ne? So, hier unten sind wir, da oben müssen wir hin. Ja, ich habe jetzt hier 45.000, ne? Und Dralo meinte, glaube ich, 40.000, aber es weiß keiner so genau, wo man da runterkommt, ne? Also, wir werden es jetzt ganz einfach testen, indem wir sehen, hier haben wir eine Höhe von 45, hier von 587. Dadurch kann man natürlich den Einfallwinkel berechnen, wenn man das möchte. Und wir werden jetzt sehen, wenn du 45 hast, ob du irgendwann ankommst, ne? Ja. Warum fliegen wir? Weiß jetzt gar nicht, wie umdreht er sich. Okay, wir bewegen uns. Zu dieser Kapsel kann man das schlecht sehen, aber wir bewegen uns so rum. Also. Das bedeutet. Wir werden irgendwann hier hinten, irgendwo. Hier vorspulen, ne? Dann gucken wir mal, wie hoch wir noch sind. Dann haben wir noch 270.000. Dann würde ich mal sagen, fliegen wir da noch hin. Und dann kommen wir der Sache schon näher, ne? 178.000. Ich glaube, da geht es auch noch. Spulen wir weiter vor. Ja. 85, 81. Oh, das dauert jetzt nicht lange. Jetzt fällt es ja auch relativ zügig runter. Wir kommen hier schon in die Atmosphäre rein. Ja, ich gehe aber davon aus, dass wir das dann noch schaffen, ne? 45 PE, 70. Keine Ahnung, ist das ein Achtel? Ne, ich denke mal ein Zwölftel oder sowas von der Rand her gesehen, ne? Sind 30 Grad vorher ungefähr. So, wir tauchen auf jeden Fall jetzt ein in die Atmosphäre und hoffen, dass wir dann hier irgendwo runterkommen. Die PE fängt jetzt hier an zu steigen, oder wie sehe ich das? Ach so, ja, was mir gerade mal so einfällt, ne? Wir müssen mal ganz schnell noch hier was loswerden, ne? Okay. Dann klappt es auch mit den Nachbarn, ne? So vielleicht, ne? Macht Sinn, oder? Hitzeschild nach unten, sonst ist da ein böses Erwachen nachher. So, und jetzt geht's runter. Die Frage, wie weit es runter geht, ob wir hier irgendwo noch landen. Ja, Dralo hatte wahrscheinlich recht mit 40, wäre besser gewesen vielleicht. Okay, da ist irgendwas gerade kaputt gegangen. Thermometer Gu oder irgendwie sowas. Oder das war das andere, der Rest von der Rakete könnte auch sein, ne? So, 44, oh, wir kommen dahinter auf, ne? Das ist schlecht. Ich glaube, wir werden nicht vorher abstürzen, sondern hier irgendwo runterkommen. Läuft, ne? Aber vielleicht waren wir da ja auch noch nicht, ne? Wie sieht's aus? Ja, das wird schon weniger sogar.
Sieht einigermaßen aus, aber wir werden nicht am Nordpol irgendwo runterkommen. Das Fähnchen übrigens, Dralo, wie du siehst, ist nicht hier oben. Das ist irgendwo da unten. Da ist es, da ist nämlich unser Zentrum. Oder Monument ist da, okay. Dann ist das da gewesen. Ja. Eis ist gleich auch vorbei. Na, wie wir sehen. Wer weiß, wo wir da runterkommen jetzt. Ja. Die Apoapsis kommt. 40, 39. Hier geht es jetzt stark runter. 53. Jetzt ist sie weg wahrscheinlich, die Periapsis, oder? Ah, da unten ist sie noch. Jetzt ist sie verschwunden. Und wir sind auf jeden Fall hinter dem Polar. Kreis, wenn er denn so heißt. Ja, wir waren ein ganzes Stück davor. Ich tippe mal drauf, so. Tja, oh. Oh. Ich glaube, wir haben gerade was falsch gemacht. Irgendwie sind wir reingedreht, ne? Das war jetzt nicht so positiv. Gut, dass noch alles soweit gut läuft. Also, da sind. Von da. Nee, warte mal. Waren wir hier? Waren wir ungefähr, ne? Das ist dann. Ja, wie viel mag das sein? Ein Viertel. Ein Viertel, würde ich sagen, ne? Ja, das ist nicht so dolle. Ist da ein See? Oder ist da Wasser? Das könnte ein See sein, ja, oder täuscht das nur? Ist jetzt dunkel hier, ne? Jetzt haben wir gerade hier. Da sieht man auch nichts. Ah, das ist schon alles optimal hier. Gibt's hier irgendwo was? Das ist der Gu, ne? Hier ein Thermometer, das Barometer gibt es hier. Aber hier gibt es trotzdem nichts. Komm, das war's. Was haben wir denn hier? 17.000. Jetzt sieht man natürlich nichts mehr, weil voll dunkel. Da ist noch eine schicke Antenne, die ist noch nicht weggeflogen. Schirm ist auch noch da. Tut sich hier nochmal was? Ne, da oben hätten wir gerade eben sogar noch was gekriegt, glaube ich, ne? So. Neune, da ist. Keine Ahnung, da ist aber, glaube ich, alles Erde, ne? Man sieht nur nichts, weil dunkel, ne? Viereinhalb, drei, oh, dann lassen wir raus. Ist die Frage, ob wir hier schon mal waren oder nicht, ne? Keine Ahnung. Ist ja schon aufgegangen. Wir haben auch nur noch 300 Meter, ne? 200. 50, 250, jetzt. Okay.
200 Meter. Ist doch etwas höher hier. Meter. 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 25. Und Touchdown. So, gibt es hier noch was zu messen? Nee, hier waren wir aber schon mal. Leider. Thermometer ist, glaube ich, weggeflogen, ne? Da sind nur irgendwelche Markierungen. Okay, schade. Hier nochmal gucken. Ah, doch, da geht was. Dann nehmen wir das doch mit. Und Q-Bericht. Der ist leer oder ist nix. Lichter an. Ja, da ist die Klappe. Dann machen wir noch ein Eva. Und Bodenprobe geht bestimmt, ne? Gehen wir runter. Space mal loslassen. Gehen wir ein paar Meter zurück hier. Eva-Bericht. Auch nix. Flagge aufstellen machen wir jetzt erstmal hier. Zack, zack. Bam. Hier waren wir schon mal. Das ist jetzt unser Zeichen dafür, ne? Ortsname, keine Ahnung. Gescheiterter Flug nennen wir das jetzt. Und Leben erhalten, fertig. Das. Ja, Oberflächenprobe, die ist aber bestimmt noch zu nehmen, ne? Oh, da gibt es auch nicht ganz viel für, aber naja, besser wie gar nichts. So, dann klettern oder greifen. An Bord gehen. So, das war's, oder? Probericht haben wir gemacht. Aber das tun wir nicht mit. Thermometer war kaputt gegangen. Da saß mal da. Geht die Antenne noch? Gesamtlieferung oder was steht da? Habe ich jetzt nicht gelesen, was stand da? Das machen wir dann mal nicht, ne? Raumfahrzeug umbenennen. Probe-Richter. Ja. Gut, können wir recovern. Das war's. Schief gelaufen, die Mission. Keine Ahnung warum. 0,8 Wissenschaft verdient. Naja. Geld aus dem Fenster geschmissen. Er hat auch nichts bekommen, oder? Doch einen Erfahrungspunkt erhalten. Hatte der vorher kein Sternchen, ne? Kann das sein? Ja, dann hat es ja wenigstens etwas gebracht. Gut. Und was machen wir jetzt? Ja, ging um eine Rakete, ne? Die wir eigentlich zu Duna schicken wollten, oder wo wollten wir ihn schicken, ne? Duna. Ach, warte mal, bevor wir hier was weitermachen, wir müssen mal gerade gucken. Das hat ja jetzt schon ein bisschen was zeitlich gebracht, ne? Wann ist denn unsere
Aber das waren Stunden, die wir jetzt hier verbracht haben, oder? Gescheiterter Flug war da. Tuna ohne Wiederkehr, da ist es. Trotzdem noch 19 Tage, ne? Gut, dann wissen wir das. Haben wir das hingekriegt? Ja, da müssen wir nächste Runde, müssen wir dann die Geschichte machen. Ne, die passende Rakete nehmen und dann dahin fliegen und dann den Orbit. Wir wollen ja nicht landen. Das hatte ich ja gedacht, aber Dralo hat ja nur gesagt, einen Orbit holen, ein paar Punkte sammeln. Ja, machen wir in der nächsten Folge dann weiter. Ich sage erstmal recht herzlichen Dank fürs Zuschauen und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.